Ja, hallo und herzlich willkommen im MomaCamp-Kanal. Heute bin ich mal hier ganz klein an der Ecke. Wir haben hier ein besonderes Stück, würde ich gleich nochmal darauf zu eingehen. Das ist der Globetrotter XLI 7852 DBM. Ja, man sieht es, Doppelachser mit einer Länge von, jetzt muss ich gucken, 8,65 Meter. Mit einer Zuladung von einer Tonne, das heißt zulässiges Gesamtgewicht müsste dann irgendwie knapp über 5 Tonnen sein. Ja, wirklich ein gigantisches Fahrzeug. Die Sterne verraten es schon. 5-Sterne-Modell. Ein weiteres Highlight ist die Plakette, die hier befestigt ist. Und zwar Modelljahr 2021, ein spezielles Sondermodell, Globetrotter XLI Edition 90. Das ist der 33. von 90. Bisschen so eine kleine Rarität, sage ich jetzt mal dazu. Wir haben hier den großen Kühlschrank, das kann man sehen durch die Luftauslässe des Kühlschranks. Hier unter ist der Frischwasseranschluss. Dann haben wir hier unter, alles mit Zentralverriegelung, den doppelten Boden. Man sieht es, der geht einmal komplett durch. Alte Warmwasserheizung, man kann den Heizkörper links an der Seite sehen. Zur Bereifung 275/75 R16, 16 Zoller. Es wirkt schon sehr wuchtig, das Fahrzeug. Das kann man auch so sehen. Dann zur Heckgarage. Eine wirklich riesengroße Heckgarage mit Verzorösen. Der Vorbesitzer hat dann sich das System einbauen lassen als Fahrradträger. Man kann hier sehr gut sehen an der Seite das Batteriepaket. Da würde ich dann gleich nochmals in den technischen Daten zu eingehen. Auch hier Spannungswandler vorhanden, Steckdose 12 Volt, 230 Volt und der Lichtschalter für die LED-Beleuchtung, die hier oben verbaut worden ist. Hier oberhalb ist der Heizkörper. Das lässt sich auch noch abstellen, dass man die Heckgarage nur beheizt, wenn man das haben möchte. Hier ist das Fahrradträgersystem hier drin, sodass das Fahrrad nicht außen angebracht werden muss oder braucht. Man kann es hier sehen, das ist die Außendusche. Hier ist der Schlauch dazu mit der Anschlussmöglichkeit, so dass man seinen Hund abduschen kann oder auch irgendwelche Dinge abwaschen kann, abspülen kann. Und man sieht es ja, wie breit die Heckgarage ist. Dann einmal zur Heckansicht. Jeder, der sich ja auskennt mit den Fahrzeugen Edition 90, dass es halt ein Sondermodell ist mit einer umfangreichen Sonderausstattung bzw. als Serienausstattung. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich würde das jetzt einmal so aufmachen. Magst du da mal filmen einmal? Die Heckgaragenansicht von der anderen Seite. Und man kann auch sehen, links nochmal zusätzliche Möglichkeiten für Ablagen. Und lässt dann auch genug Stauraum zu. Unten sind noch Verzorösen. Der Heizkörper, das hatte ich ja bereits gesagt. Dann würde ich jetzt einmal weiter ums Fahrzeug gehen. Hier kann man das dann sehen, der Abzugskamin für die alte Warmwasserheizung. Hier ist nochmal doppelter Boden von der anderen Seite, der Frostpächter und das Abwassersystem. Rechts nochmal der Heizkörper. So kann man das Fahrzeug wirklich komplett unterfuhrig beladen, voll wintertauglich. Hier befindet sich der Gaskasten mit zweimal jeweils 11 Kilo. Und auch hier kann man sehr gut sehen den doppelten Boden und die Durchlademöglichkeit nach vorne. Das ist nochmal ein Wärmetauscher. Rechts ist nochmal der Heizkörper, der auch wirklich komplett über die gesamte Fahrzeugbreite geht, sodass die Fußbodenheizung dann dementsprechend auch aktiv ist. Dieseltank und damals oder bei dem Modell der AdBlue-Tank befindet sich innenliegend. Und auch hier nochmal die 5 Sterne. Jetzt müssen wir uns einmal hier durchschlängeln. Hier waren wir noch nicht.
Auch hier nochmal doppelter Boden und hier oben ist Eingriffsmöglichkeit ins Fahrzeug von oben. Rechts ist nochmal der Kompressor für die Hubstützen. Und das kann man ja auch wirklich nochmal sehen. Unterhalb die Hubstützen zum Ausnivellieren des Fahrzeuges. Eine ziemlich breite Aufbautür. Und das erste ist schon, wenn man die Tür nur leicht anlehnt, zieht er die Tür automatisch ran, also mit Anziehautomatik. Ich kann das ja nochmal zeigen. Und schon ist die Tür verschlossen. Auch ein kleines Detail, was witzig ist. Dann haben wir hier im Fenster in der Aufstelltür, was verdunklungsfähig ist, hier nochmal eine zusätzliche Ablagemöglichkeit. Ziemlich großer Griff, sodass man die Tür leicht ranziehen kann. Das Schließsystem von innen. Zum Einstiegsbereich elektrische Trittstufe. Das Fahrzeug hat ja eine gewisse Höhe, also ist es schon nicht ohne die Höhe, die man überwinden muss. Aber ich denke mal, das sollte klappen. Und dann hat man halt noch zwei zusätzliche Stufen im Eingangsbereich. Dann würde ich einmal zu dem wirklich sehr schönen Quietsbett-Grundriss kommen. Würde ich mich mal jetzt hier hinsetzen. Ja, also zu den Maßen des Quietsbettes und des Hubbettes würde ich dann im Anschluss kommen. Wir haben hier jeweils links und rechts Kleiderschränke mit Kleiderbügeln, das sieht man auch ganz gut. Dann ist oberhalb der Fenster nochmal so ein Raff-Rollo, das kann man dann hier hoch und runter machen. Verdunklungsfähig und Fliegenschutz ist auch vorhanden natürlich. Fenster sind aufstellfähig, das sind Rahmenfenster, dass sie wirklich auch abschließend mit der Fahrzeugaußenhaut. Hier im Bereich nochmal schöner zusätzlicher Stauraum. Hier ist nochmal die Lichtschalter für das Lichtsystem, nochmal ein Kleiderhaken. Hier könnte man auch noch einen zusätzlichen Fernseher mit einbauen. Würde ich mal zur anderen Seite kommen. Auch hier nochmal mit Kleiderschrank, so dass jede Partei, wenn man zu zweit unterwegs ist, seinen eigenen Schrank hat. Dann ist hier unterhalb nochmal Lademöglichkeit für Handy und ähnliches. Und auf jeder Seite befindet sich nochmal ein kleiner Schuhschrank. Hier sind die Auslässe für die Warmwasserheizung. Nochmal hier zusätzliche Staumöglichkeit. Dasselbe findet sich natürlich nochmal auf der anderen Seite ebenfalls. Kann ich nochmal kurz zeigen. Dann unterhalb des Bettes, ich kann das ja nochmal anheben hier, kann man das sehen im vorderen Bereich Lattenrost, gerade da, wo man in dem Bereich, wo man schläft. Und hier sind Schubladen untergebracht, die auch nochmal reichlich Stauraum bieten. Dann sagte ich ja, das Fahrzeug hat einen doppelten Boden. Hier sind dann die diverse Tanks untergebracht, unterflurig und auch beheizt, so dass man sich im Winter keine Sorgen machen muss über Frost und ähnliches. Wir haben hier eine separate Dusche. Die erste gute Möglichkeit, das zu verdunkeln, ist halt hier, so dass man das hier zuziehen kann und seinen Freiraum hat und seinen Rückzugsort hat. Das in Kombination mit dem Raumbad, mit der Raumbadtür, die man hier schließen kann, die auch wirklich hier oben abschließt. Bei manchen Fahrzeugen ist das Raumbad ja hier oben offen. Das hat man hier wirklich auch mitgedacht, dass es nicht der Fall ist. Ich sagte ja, das ist ein Gebrauchtfahrzeug aus Jahr 2021. Die Kleiderstange zum Trocknen hängt halt hier statt oben. Finde ich aber ganz cool. Dann hier nochmal ein Abzieher. Und man sieht ja, dass das Material langlebig ist. 4 Jahre alt. Links ist nochmal ein Heizkörper. Wichtig ist, dass das mal nach oben hinten lüften kann. Zur Toilette. Hier ist die Tradford-Toilette verbaut. Auch hier schiebbar. Auch hier genug Strommöglichkeiten mit 2x230 Volt. Lichtschalter. Normalerweise dachte ich, die Schränke, das sind Schränke, das sind aber gar keine. Und auch hier
großzügige Ablagemöglichkeiten. Waschbecken mit Einarmmischer würde ich hier nochmal aufmachen. Auch hier nicht einfach nur ein Plastikschlauch, sondern wirklich hochwertige Anschlüsse. Jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Ah, guck, lassen sich auch noch die Spots einzeln ansteuern. Auch nicht schlecht, sehr gut. Ein leicht abgedunkeltes oder wie sagt man, milchiges Glas. Für den Badbereich finde ich das sehr gut, so dass man das auch wirklich nochmal aufmachen kann. Wichtig ist, das Fliegenschutzgitter im Badbereich ist vorhanden. Hier ist die Spülung, Toilettenrolle. Toilettenrolle ist sogar auch noch da. Kann man also gleich losfahren. Würde ich zum Küchenbereich kommen. Wirklich eine riesengroßzügige Arbeitsplatte. Auch das bekannte System geöffnet. Das heißt, jetzt können wir die Schubladen öffnen. Und so ist die Transportsicherung. Ist halt super, wenn man gerade auf Reisen ist. Da braucht man sich keine Gedanken machen, dass die Schubladen aufgehen. Wir haben hier einen 3-Flammen-Gasherd. Auch für die 4 Jahre sieht das aus wie neu. Sehr gepflegt. Wir haben hier noch Handtuchhalter, die verschiebbar sind auf den Schienen hier. Dann hier noch ein Vorbau, wahrscheinlich auch mit indirekter Beleuchtung. Ja genau, kann man hier zuschalten. Abzugshaube ist auch gegeben, kann man hier auch sehen. Das ist dann dieser mittlere Kasten für die Abzugshaube. Und so kann man dann auch wirklich dann eine Abluft aus dem Fahrzeug herausbekommen. Wir haben hier noch eine zusätzliche Staufläche. Dann hier die Abdeckung für das Abwaschbecken, Einarmmischer und das Schneidbrett. Und man kann sehen, es wurde auch benutzt, aber der Verschleiß ist wirklich minimal. Dann haben wir hier noch einen auszugsfähigen Schrank mit 3 Ebenen. Hier befinden sich die Gasabsperrhähne. Auch hier ist die Automatik mit dem Verschließsystem. Hier der Besteckkasten. Und 2 weitere Schubladen. Dann müsste das auch über den Auszug gehen mit den 2 Mülleimern. Auch wirklich großzügig und groß. Flaschenhalter sind auch noch möglich, dass man sowas abstellen kann. Hier nochmal ein Handtuch vielleicht rüberlegen kann. Hier oben nochmal ein großzügiger Spiegel und auch hier aus Metall die Detlef-Schriftzüge als Kleiderhaken. Das ist auch witzig. Der Backofen, auch sehr schön groß. Man sieht es, dass der benutzt worden ist durch die Einbrennspuren, aber trotzdem noch in tadellosem Zustand. Separates Eisfach. Und der große Kühlschrank. Dann würde ich hier nochmal zum Eingangsbereich kommen. Der Fernseher lässt sich herausziehen. So für die Sitzecke. Und drehbar lässt er sich wahrscheinlich, nee, das passt nicht. Also müsste man auch irgendwie einen zweiten Fernseher für den Schlafbereich einbauen. Ja, wir haben hier nochmal eine 230 Volt, nee, das ist sogar USB-Schnittstellen. Dann ist die 230 Volt Steckdose dort. Und einmal die Fernsehvorbereitung für die Sat-Antenne, die oben auf dem Dach verbaut ist. Und dann kommen wir vom Detlef Highlight. Das finde ich immer wirklich wunderbar. Hier kann man umschalten 12 Volt, 230 Volt. Und diverse Anzeigemöglichkeiten für Ladespannung, Aufbaubatterie. Das müsste Fahrzeugbatterie sein. Ja. Dann müsste das die Aufbaubatterie sein. Die ist nicht ganz geladen. Doch, ist dann ganz geladen. Dann haben wir hier die Innentemperatur. Dann die Füllstände für Abwasser- und Frischwassertank. Und das Quarzuhr gefällt mir auch sehr gut. Was der Vorbesitzer hier hat einbauen lassen, kann ich nicht genau sagen. Da müsste man dann den Verkäufer nochmal fragen. Dann sind hier unter weitere Steuermöglichkeiten. Also das Fahrzeug ist wirklich umfangreich. Hier ist die alte Warmwasserheizung. Hier kann man den Wärmetauscher halt einschalten. Dann ist hier die Thoma Duo Control. Dann fürs Hubbett, das würde ich gleich nochmal zeigen. Dann ist hier Digital Multicontrol. Das ist halt wichtig, gerade wenn Sie oder wenn ihr in Holland seid und weniger Ladespannung laden könnt, dann könnt ihr das hier hoch oder runter drehen. Dementsprechend, wie viel Ampere
ja, der Campingplatz zulässt. Ja, hier ist nur ein Blindstufen. Ja, dann würde ich einmal das Hubbett zeigen. Ich denke mal, das ist so. Und wir müssen einmal die leicht nach vorne kippen. Und schon geht das recht zügig, das Herunterfahren des Hubbettes. So, und schon ist die Endposition. Was halt wirklich das Schöne ist hier, wir sprechen hier von einem Hubbett, was wirklich eine ganz, ganz kleine Höhe hat zum Einstieg. Das kennen wir aus anderen Modellen halt, wo das Hubbett halt hier unter dem Dach verbaut ist. So ist das natürlich wirklich leicht zu überwinden. Und hier mit zwei Personen schlafen ist super möglich. Hier ist jetzt noch so eine Schutzfolie rüber über die Matratze. Und was man auch wirklich sehr gut sehen kann, ist, womit gedacht worden ist, dass es voll verdunkelt ist. Also da ist nicht irgendwie eine Gardine, die man ziehen muss. Wir haben noch mal zwei zusätzliche Lichtspots im Liegebereich. Ich gucke gerade mal, ob hier noch eine Steckdose ist. Hier ist jetzt keine Steckdose, die ich auf die Schnelle entdecke, aber wird es vielleicht auch geben, ich weiß es nicht. Man legt hier flach das Bettzeug hin und kann das Bettzeug dann auch leicht mit hochfahren. Das ist nicht die Schwierigkeit. Hier oben, was auch gut mitgedacht ist, dass der Hubarm auf dieser Seite ist. So kann man das Dach halt aufstellen und gut belüften. In zwei Positionen arretierbar. Hätte ja auch sein können, dass es da ist, dann hätte man schon Schwierigkeiten gehabt. Auch hier Verdunklung und Fliegenschutz. Gut, dann würden wir das Bett mal wieder hochfahren. Dazu betätigen wir einfach wieder den Knopf hier. Man kann es sehen, diese Gurte, die hier an der Seite sind, heben das System an. Jetzt würde ich einmal, da habe ich Angst. Ach, das passiert nichts. Ja, mit Hubbetten sollte man schon vorsichtig sein, dass kein Material und ähnliches. Werde ich die Gardine mal, achso, man hat das extra so gemacht. Okay, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil da kann man sich wirklich auch Sachen kaputt fahren. Und das muss ja nicht sein. Ja, wenn man das Bett wieder in die Endposition gefahren hat, Sicherheit geht über alles, arretiert man das wieder hier und dann passt das. Ja, zur Sitzgruppe, Ledergarnitur wie, wie zu Hause. Wir haben hier den Tisch, der in alle Achsen hin verschiebbar ist, sodass man auch wirklich individuell, wenn man jetzt hier sitzen will und macht irgendwas, dass man halt das sich hinziehen kann, wie man möchte. Nichtsdestotrotz sind Beifahrer und Fahrersitz ebenfalls drehbar. Würde ich mich jetzt noch mal hier hinsetzen. Auch hier lässt sich sehr gut sitzen mit erheblichen oder mit sehr gutem Sitzkomfort. Und was mir sehr gut gefällt, ist dieses großflächige Fenster, so dass man, wenn man auch irgendwo steht, wo man was sehen kann, dann die Möglichkeit hat, auch was zu sehen. Auch rundherum sehr viele Fenster. Das Hubbett versperrt natürlich, wenn man da oben jetzt eine Dachluke hätte. Aber ich sag mal, mit der Dachluke hier über mir, mit Kurbel und diese Fensterfront vom Fahrerhaus und ähnliche Seitenfenster, bietet das schon echt wirklich genug Licht und ist auch sehr lichtdurchflutet. Auch hier nochmal Spots, die man hinschieben kann, wie man lustig ist, wie man das gerade braucht. Gefällt mir auch sehr gut. Würde ich nochmal das Schranksystem jetzt oberhalb zeigen. Wir haben hier oberhalb einmal ein Schranksystem. Hier ist nochmal ein WLAN-Router verbaut. Das ist auch ganz gut, kann man sich das noch mal ein bisschen verstecken, das Signal wahrscheinlich. Dann hier oben, auch hier gefällt mir sehr gut. Dann hat man hier noch auch mitgedacht, so eine Art Kopfstützen, so dass man sich wirklich hier hinlegen kann und sich das gemütlich machen kann. Und was halt wirklich auch mitgedacht ist, man kann sich hier hinsetzen und kann die Füße darauf legen. Wahrscheinlich ist das auch so gedacht. Oder jetzt machen wir mal einen anderen Fall. Wir sind jetzt mal großzügig. Zwei, einer, sind drei, vier, fünf, sechs, sieben. Kleiner Stuhl hier hin, könnten hier acht Personen sitzen und könnten gemütlich ein Sektchen trinken. Das passt schon. Und das Bett ist bestimmt auch, oder hier dieser Platz ist auch bestimmt noch umbaubar als Bett. Habe ich jetzt aber noch nicht nachgelesen, ist jetzt nur eine Vermutung. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Wenn ihr das wisst oder so ein Fahrzeug habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob man das auch als Notbett umbauen kann. Das würde mich immer wirklich interessieren. Auch hier nochmal ein aufstellfähiges Fenster.
kann man, also aufschiebbares Fenster, kann man bei McDonald's bestellen wahrscheinlich und hier direkt raus bestellen. Nein, Scherz am Rande, im McDrive wird das Fahrzeug wahrscheinlich nicht passen. Dann würde ich einmal das Fahrerhaus zeigen. Oha, das ist aber hoch. Ach so, das sind solche Sitze. Also, ihr seht das, egal wie schlecht die Straßen sind, man sitzt gemütlich. Ja, 2021er Modell. Man sieht den Unterschied zu den Fahrzeugen, die wir jetzt aktuell gefilmt haben, die auf der neuen Basis sind. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch ein Multifunktionslenkrad mit manuellen Tasten, aber wir haben hier einen Neuengang Automatikgetriebe verbaut oder es wurde eins verbaut. Dann haben wir hier, jetzt muss ich mal gucken, ob das so angeht. Mal gucken, so wahrscheinlich. Und mal gucken, lassen wir das mal hochfahren, das interessiert mich jetzt gerade mal. Na. Gut, ist ja egal. Erstmal können wir ja gleich hier weitermachen. Wo kommt man hier nicht mehr dran? Das ist jetzt so eingebaut. Ah, ich wollte doch gerade sagen. Weil eigentlich geht das doch. Und jetzt zieht man das hier raus. Und dann kann man hier was festklemmen. Aber eigentlich hat das nicht noch einen zweiten. Oh gut. Achso, hier ist die Entriegelung. Man hätte lesen können. Da steht's, ne? Okay. Aber so kann man halt noch ein iPad oder ein Klemmbrett hier unterbringen. Ist natürlich auch ganz gut. Ja, dann haben wir hier das Farbdisplay DAB+. Hier haben wir die Navigation mit Wohnmobil-Navigation von Zenec. Ja, alles halt ein bisschen langsamer als das, was wir heutzutage kennen. Aber teilweise gibt es auch heute neuere Modelle, wo das auch nicht so flüssig ist. Ja, Rückfahrkamera. Und man kann sich halt vorstellen, das neueste Modell hat eine 360-Grad-Kamera. Dann kann man auch wirklich das gesamte Umfeld von dem Fahrzeug sich angucken. Ja, nochmal einen kleinen Exkurs. Das ist ja ein voll integriertes Modell. Möchte ich euch nochmal kurz erklären. Beim normalen Transporter von Fiat ist dann hier an der Außenkante Schluss. Man hätte jetzt also hier so die Tür. Und beim voll integrierten Modell ist das halt alles umbaut. Das heißt, das Fahrzeug ist komplett in das Wohnmobil integriert. Deswegen sagt man voll integriertes Modell. Zum Verdunklungssystem, das ist auf den Seiten manuell. Das zieht man bis vorne hindurch. Dann haben wir hier oberhalb noch als Sonnenschutz, wenn man als Fahrer fährt oder Beifahrer auch, wenn die Sonne seitlich steht, kann man das sich halt so ein bisschen, ja, ein bisschen Schatten schaffen. Jetzt muss ich gucken, wo der Schalter ist. Ja, du magst mal drücken. Die vordere Markise. Ah, ich wollte gerade sagen. Und das finde ich ganz cool, wenn man auf dem Wohnmobilstellplatz steht, die vorigen Modelle, das ist richtig, magst mal anhalten, das ist richtig Rollladen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass durch die Frontscheibe jemals jemand kommen würde und in das Fahrzeug eindringen kann. Fahr mal ruhig runter. Finde ich ein ganz cooles Ding. Habe ich jetzt schon mehrfach auf Wohnmobilstellplätzen gesehen. Wir haben jetzt letztens auch das neuere Modell von denen gefilmt. Da ist das eigentlich nur so eine, ja, das ist kein richtiger Rollladen. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist ein richtiger Rollladen. Also gefällt mir richtig gut. Magst du nochmal hochfahren? Können wir ja nochmal sehen. Dann würde ich nochmal zugucken. Und ich denke mal auch, wenn das dunkel ist, man kann das halt, ich kenne es von Rollläden zu Hause, dass man dann ein bisschen Licht durchbekommt. Sieht jetzt hier nicht so aus, aber ist natürlich auch eine super Sache. Also das gefällt mir richtig gut. Ja, das Fahrzeug hat eine Freisprecheinrichtung, elektrische Außenspiegel, beheizte Spiegel. Automatikgetriebe hatte ich ja bereits gesagt. Hier unten sind noch Cupholder verbaut. Im vorderen Bereich ist noch mal ein... Entschuldigung, haue ich jetzt die Kamera hier um. Im vorderen Bereich noch mal ein Handschuhfach.
Dann an der Seite ist nochmal ein kleines Fach. Magst du das mal öffnen? Kommst du daran? Ja, das ist für den Beifahrer nochmal ein zusätzliches Fach. Ja, würde ich jetzt zu den technischen Daten einmal kommen. Was das Fahrzeug auch noch hat, ist ein Soundsystem. Es gibt es noch, damals konnte man das auch erweitern. Dann mit separaten Lautsprechern im gesamten Fahrzeug. Hat der Vorbesitzer hier jetzt aber kein Kreuzchen dran gemacht. Aber auch so ist die Ausstattung wirklich sehr, sehr umfangreich. Einen kleinen Auszug würde ich euch jetzt gleich einfach mal vorlesen. Und mein Kollege lässt das Fahrzeug nochmal Revue passieren mit den schönsten Dingen des Fahrzeuges. Und das Fahrzeug bietet ja eine Menge. Was du nochmal zeigen kannst, das habe ich jetzt nicht gezeigt, ist nochmal die Dachklimaanlage. Die habe ich jetzt im Vorbeigehen nicht erwähnt. So ist das Fahrzeug auch wirklich gut temperiert, wenn man irgendwo im Süden steht. Und meine Erfahrung sagt, die Klimaanlage schafft auch wirklich den Raum hier wirklich komplett zu temperieren auf Wunsch. Dann im Eingangsbereich ist das nochmal erklärt hier. Ist aber nur eine Kleinigkeit, die ich nochmal sagen würde. Das ist das Hubschützensystem. Aber ich denke mal, das erklärt sich von selbst. Hubschützen ausfahren und dann ausnivellieren des Fahrzeuges, das macht das System dann selbstständig. Ja, würde ich jetzt zu den technischen Daten kommen. Kommen wir zu den technischen Daten von dem Globetrotter XLI 7850 2 dBM. Erstzulassung in diesem Fall hier 14.06.21. Wir haben hier einen Kilometerstand, nur mal zur Orientierung, von 21.700 Kilometer. Sitze mit Gurt sind 4, Anzahl der Schlafplätze sind 4. Das King-Size-Bett hat folgende Maße, 2 Meter mal 1,50 Meter. Und jetzt wirklich auch das Hubbett in derselben Größe von 2 Meter mal 1,50 Meter. Wir haben hier Basisfahrzeug 4 Ducato, Motordetail 2,3 Liter. Das Getriebe Automatik, wir haben hier eine Leistung von 160 PS. Gesamtlänge 8,65 Meter, wir haben eine Gesamtbreite von 2,33 Meter und eine Gesamthöhe von 3,04 Meter. Technische zulässiges Gesamtgewicht 5400 Kilo, das sind ungefähr 1000 Kilo Zuladung. Wir haben folgende Ausstattung, Alufelgen, hydraulische Hubstützen, doppelter Boden, elektrische Markise, elektrische Trittstufe. Also die Markise ist, meine ich, 6 Meter breit. Breite Aufbautür mit Fenster, Zentralverriegelung auch für die Aufbautür und Garagentür. Rahmenfenster, Fenster im Bad, Kassettentoilette, Fahrradhalter in der Heckgarage, elektrisches Hubbett, hydraulisches Paket mit 2 großen Batterien und Wechselrichter, alte Warmwasserheizung, Wärmetauscher, Dachklima, großer Kühlschrank, Backofen, TEC Tower, vollautomatische Sattanlage mit Flachbildschirm, Zinnec-Navi, Rückfahrkamera, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Traktionskontrolle, elektrische Berganfahrhilfe, elektrische beheizbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber, Klimaautomatik, LED-Tagfahrlicht, Multifunktionslenkrad in Leder, Schaltknauf in Leder, Polster sind echt Leder. Ja, das Fahrzeug verfügt über weitere Sonderausstattung. Es war ja ein Sondermodell, was auch stark limitiert ist. Wir haben das digital Multicontrol, sodass man die Ladespannung individuell anpassen kann an der Verfügbarkeit. Extra breite Aufbautür mit elektrischer Zuziehhilfe, das hatten wir eingangs im Video gesagt. Panorama-Dachfenster, dann der doppelte Ladeboden mit kompletter Durchlagemöglichkeit. Das Premium-Breitspur-Tiefenrahmenfahrwerk mit Tandemachse. Zweiteilige GFK-Front, ebenso wie die Heckpartie zweiteilig mit LED-Tagfahrlicht. Jetzt muss ich noch mal gucken, Stauraum, Handy, Halterung im Schlafbereich. Optional gibt es das Soundsystem, perfekt abgestimmt auf das Fahrzeug. Dann exklusiver Eingangsbereich mit vielen hochwertigen Details, wie großen Apothekerauszug inklusive Flaschen- und Gläserhalterung. Wir haben das Fahrzeug jetzt hier, was wir gefilmt haben, oder das hat einen Preis von 154.800. Guck gerade noch mal, das Bar 2021, der Basispreis habe ich jetzt also laut Internetrecherche war damals 125.799 Euro. Da kommen auch diverse Ausstattungsdetails dazu, die wir jetzt eben aufgezählt haben, so dass wir jetzt auf einen aktuellen Preis von 154.800 Euro kommen. Das Fahrzeug steht hier bei Soma Caravaning in Bremen.
Wird aktuell im Kundenauftrag verkauft, ist aktuell sogar noch zugelassen, sehe ich gerade an den Nummernschildern. Ja, wenn ihr Interesse an dem Fahrzeug habt, das steht wie gesagt bei Soma Caravaning, guckt euch das Fahrzeug gerne an. Würde ich jetzt zu meinem persönlichen Fazit kommen, dazu setze ich mich am besten nochmal aufs Queensbett und ja, erzähle euch noch ein paar Details, die mir ganz gut gefallen. Ja, komme ich jetzt mal zu meinem persönlichen Fazit hier hinten auf dem Queensbett. Es ist wirklich ein stark limitiertes Modell, was wir hier jetzt gefilmt haben, aus Jahr 2021. Man sieht schon die leichten Unterschiede zu unseren neuen Videos, wo wir neuere Fahrzeuge gefilmt haben, wie den Backofen zum Beispiel, der weiterentwickelt wurde. Was mir sehr gut gefällt, ist das elektrische Hubbett im vorderen Bereich, was auch die gesamte oder die gleiche Breite hat wie das Queensbett hier hinten, sodass wirklich vier Personen ausreichend Schlafraum finden. Separate Dusche, das heißt dieses Raumbadgefühl und dieses Raumbad, was man hier schaffen kann, mit der zusätzlichen Schiebetür sogar noch, ist schon sehr schön. Ja, was ist positiv noch hervorzuheben, ist der Stauraum, der in Hülle und Fülle vorhanden ist, in den zahlreichen Schränken, im Unterboden und in der Heckgarage. Der Vorbesitzer hat noch den Fahrradträger innen hinten eingebaut, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, ich hatte ja bereits gesagt, wo das Fahrzeug steht. Ja, viel mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Das ist wirklich ja, für 2021 in einem wirklich tadellosen Zustand. Ja, das Fahrzeug steht bei Soma Caravaning in Bremen, hatte ich bereits noch mal oder vorhin schon mal gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr kein Video in Zukunft verpasst. Wenn ihr Fragen zum Fahrzeug habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir leiten das auch dann im Zweifelsfall an Soma Caravaning weiter und die kümmern sich daran drum. Ich hatte ja gefragt, wie das mit dem Hubbett ist, wer schon mal so ein Hubbett hat im Fahrzeug. Wie gefällt euch das in diesem Modell? Ja, bin mal gespannt, wie viele Modelle davon noch rumfahren. Das wäre auch mal eine interessante Frage. Vielleicht meldet sich ja der ein oder andere und schreibt in die Kommentare, wir haben auch so ein Fahrzeug. Und schreibt vielleicht einfach mal die Vorzüge und die Nachteile von unserem Fahrzeug in die Kommentare, sodass zukünftige Käufer vielleicht auch sich eine kleine Information darüber holen können, wie ihre Meinung zu dem Fahrzeug ist. Bis dahin, euer Moma-Kanal.